Schon wenige Monate nach der Gründung der DDR wurde die kasernierte Volkspolizei als Militärverband aufgebaut. Es gab ein Jugendaufgebot der FDJ. Es hieß, die FDJ muss schießen lernen. Wie haben Sie diese Militarisierung erlebt? Ja, klar, die FDJ, es kam dann auch die Gesellschaft für Sport und Technik dazu. Und der Umgang mit Waffen erklärt wurde, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Also es sollte ja keine Waffe mehr in der Hand genommen werden, aber dann durch die Gesellschaft für Sport und Technik war das wieder gang und gäbe, dass mit Gewehren hantiert wurde, wenn sie auch am Anfang vielleicht bloß Luftgewehre waren, aber später kamen dann auch andere Gewehre noch dazu. Das hat dann den Ausschlag gegeben, dass es doch nicht so wird, wie es ursprünglich uns versprochen wurde. Dass es ein friedliebendes Deutschland geben soll. Wie muss man sich das heute konkret vorstellen? Es heißt jahrelang, nie wieder ein Gewehr in die Hand soll verdorren, die nochmal eine Waffe in die Hand nimmt. Und da kommt plötzlich jemand und sagt, das ist jetzt anders. Wie wird das begründet? Wie muss man sich das vorstellen? Kam da jemand von der FDJ in die Schule? Wie wurden Sie da agitiert? Ja, das wurde dann in der Schule in der politischen Ökonomie mit besprochen und in den anderen politischen Fächern, dass es eben jetzt notwendig sei, die Westmächte, die werden immer wieder verstärkt gegen den friedliebenden sozialistischen Staat hetzen und wahrscheinlich auch wieder zum Krieg aufrufen und aufrüsten. Also da dürfen wir jetzt nicht länger zugucken, wir müssen ja selber auch uns positionieren und eventuell auch eine Waffe in der Hand nehmen. Haben Sie das geglaubt? Nein. Es wurde ja damals, wurden wir ja als Schüler auch noch eingesetzt, um Kartoffelkäfer zu lesen von den Feldern, wurde ja behauptet, dass amerikanische Flieger die Kartoffelkäfer abgeworfen hätten. Also das kommt dann bei den meisten nicht mehr an.